Hallo und herzlich willkommen zu den Whisky.de News am 26. Oktober 2020. Und wir haben bald wieder eine Reihe interessanter Nachrichten mit einer ganzen Menge neuer Abfüllungen. Und wir fangen an mit Royal Lochnagar. Eine besondere Abfüllung, denn Royal Lochnagar hat ihr 175. Jubiläum. Und dazu bringen sie einen 17 Jahre alten Single Malt in limitierter Auflage raus. Nur 3000 Flaschen werden auf den Markt geworfen und er wurde gereift in PX und Oloroso Sherryfässern mit einem Alkoholgehalt von 56,3% Alkohol by Volume. Als nächstes haben wir Rosebank und die bringen auch wieder eine limitierte Abfüllung auf den Markt und zwar einen 30-jährigen und der heißt Vintage Release One. Und der Name suggestiert schon, es wird eine Serie geben und dort wird jährlich ein Whisky rauskommen, bis die neue Brennerei eröffnet wird. Also ein bisschen kalkuliert wird diese Serie maximal 2 Whiskys lang werden, falls sie nicht doch weitermachen, nachdem die neue Brennerei offen ist. Limitiert auf 4.350 Flaschen, 48,6% Volumen, reifte in Refill Sherry Butts und in Refill Bourbon Hogsheads. Dann haben wir eine kleine Umnahmung oder eine Umbenennung. Morrison und McKay wird zu Morrison Scotch Whisky Distillers. Unter anderem sind die Besitzer von Bowmore und jetzt haben sie ihre Umfirmierung neu, stellen sich nach der Umfirmierung neu auf. Sie überarbeiten die Range von Carnmore und es wird neue Designs damit auch geben. Als nächstes haben wir wieder eine neue Abfüllung von Glenfarclas. Es wird der Glenfarclas Number 25 Flora MacDonald. Flora MacDonald war eine schottische Frau, die Edward Stuart, also dem schottischen Thronfolger, der gegen den englischen Thronfolger kämpfte, nach seiner Niederlage bei Culloden 1746 verhalf sie ihm zur Flucht nach Schottland. Limitiert auf 3600 Flaschen, 46% Volumen und sie wird auch demnächst bei whisky.de erhältlich sein. Also alle Glenfarclas-Fans aufgepasst und schaut öfter mal im Shop vorbei. Dann haben wir noch eine Personalie, die nicht wirklich wechselt, aber ein bisschen sich ausweitet. Und zwar Richard Patterson wird neuer Master Blender der Wolf Creek Distillery. Im Sommer 22 soll der Bau der neuen Wolf Creek Distillery in Stirling oder bei Stirling beendet werden und dort wird Richard Patterson neuer Master Blender. Aber er wird seine Zusammenarbeit mit White & McKay auch in Zukunft parallel weiterführen. Ja, der Mann ist viel beschäftigt und das wird er auch in Zukunft sein. Dann haben wir eine Abfüllung von The Singleton of Glen Ord. 38 Jahre, 49,6% Volumen und sie wird auf 1689 Flaschen limitiert sein. Eine besondere Abfüllung, eine 12 Jahre Reifung und die sekundäre Reifung geschah in Fässern aus Bourbon, PX, Oloroso und neuer amerikanischer Eiche. Also eine ganz besondere Flasche. Und sie wird nächsten Monat auf den Markt kommen. Wo, in welchen Märkten, ist noch nicht ganz klar. Dann haben wir einen oder mehrere neue Abfüllungen von Glenallachie. Und zwar wird es die 4. Edition des Cask Strength geben, mit einer Kombination aus PX, Oloroso, Puncheons und mit einer kleineren Menge jungfräulicher Eichenfässer. 56,1% Volumen, 10 Jahre alt. Und das wird dann die 4. Edition des Cask Strength. Weitere Abfüllungen werden noch die Single Casks sein. Das werden 6 fassstarke Einzelfässer zwischen 11 und 31 Jahren alt. Sehr interessant. Die Glasgow Distillery bietet ihre Whiskyfässer an. Es ist die letzte Chance, um als Privatperson noch ein Fass zu erhalten. Und man kann dort 40 nicht getorfte, ein dreifach destillierte Fässer erstehen und zwar zu einem Preis von beginnend 5000 Great British Pounds. So, dann haben wir noch von The McAllen eine Ankündigung. Ja, die kündigen irgendwie jede Woche eine Abfüllung an.
Und diesmal erweitern sie ihre Fine and Rare Kollektion mit einem 93er Macallan, der 27 Jahre in Sherry reifen durfte. 50,2% ABV, nur 256 Flaschen und der Preis wird ca. 18.000 US-Dollar sein. Dann haben wir einen neuen Jim Beam, der kommen wird. Und zwar heißt der Jim Beam Lineage, neu ab 2021. Also 2021 wird er rauskommen. Und es wird ein 15-jähriger Kentucky Straight Bourbon mit 55% Volumen. Es ist eine Mischung oder eine Zusammenarbeit zwischen dem Master Distiller Fred No und seinem Sohn Freddie No. Und ja, Anfang 2022 wird das Ganze auf den Markt kommen. Sehr gespannt bin ich da, wie ein Jim Beam mit 15 Jahren denn so schmeckt. Ja, das war's wieder mal diese Woche. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.